Effekten, die Veränderungen auch mit den Gletschern, die zurückgehen, mit dem Schnee, der weniger kommt, weniger Skifahren. Schade. Wir freuen uns aber riesig, dass Leute aus der Schweiz mit dem Zug hierher gekommen sind. Großartig und einen riesen Applaus. Und alle, die da hinten sind bei der Bahnstation, bitte noch ein Stückchen aufrücken. Das geht. Das funktioniert. Weil wir wollen nicht schon wieder die Straße blockieren. Schließlich heute nicht die Verkehrskommission das Hauptthema. Hallo zusammen, liebe Grüße aus der Schweiz. Eigentlich sollten wir gar nicht hier sein müssen. Eigentlich sollten wir in der Schule sitzen. Aber die Politik verschließt die Augen. Und deswegen müssen wir handeln. Wir sind gestern mit dem Zug aus der Schweiz angereist, um hier mit euch ein Zeichen zu setzen. Auch die Schweiz, auch in der Schweiz gehen wir auf die Straßen, weil auch wir Verantwortung tragen müssen. Wir allein können nur Kleines erreichen, aber gemeinsam können wir die ganze Welt verändern. Wir fordern in der Schweiz den Klimanotstand, damit die Klimakrise auch als solches betrachtet wird. Wir fordern netto null Treibhausgasemissionen bis 2030. Und wir fordern die Klimagerechtigkeit, damit Schweizer Banken und Konzerne, die in der Verantwortung stehen, auch zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn wir schon mal von der Schweiz haben, sprechen wir doch mal über das größte Schweizer Investmentmonopol. Liebe Leute, ein Markt, der ein Sechzigstel der Schweizer Bevölkerung beschäftigt, ist gleichzeitig einer, der durch seine Investitionen 22 Mal so viel Treibhausgasemissionen verursacht, wie die ganze Schweizer Bevölkerung gemeinsam. Ein Markt, der seit dem Pariser Klimaabkommen 1,9 Billionen Dollar in fossile Brennstoffe investiert hat. Ich frage euch, wie kann so etwas möglich sein? Richtig, unsere lieben Schweizer Banken. Sie agieren im krassesten Widerspruch zum jüngsten Sonderbericht über die globale Erwärmung des Weltklimarates IPCC. Während der jüngste Sonderbericht über die globale Erderwärmung des Weltklimarates über die irreversiblen Folgen unseres blinden Handelns warnt, verschlimmern unsere lieben Schweizer Banken die Lage fleißig weiter. Das Engagement der Schweizer Großbanken während der letzten 3 Jahre in solch klimaschädliche Praxen beläuft sich auf rund 10.000 Franken pro Kopf. Liebe Leute, wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst werden. Aber genauso müssen sich die Großbanken und Konzerne ihrer Verantwortung bewusst werden. Und weil das nicht geschieht, brauchen wir die nötigen Änderungen auf gesetzlicher Ebene. Der Mensch, der sich selbst als das am weitesten entwickelte Wesen der Evolution bezeichnet, ist auf dem besten Wege, sich selber auszulöschen. Wir brauchen keine wirtschaftsfreundliche Demokratie. Wir brauchen eine demokratiefreundliche Wirtschaft. Ja.